Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin der Jakob und heute spielen wir Lawyer's Legacy. Ein cooles Spiel, wurde von Yannick programmiert. Wer Yannick nicht kennt, ist ein YouTuber. Wird wirklich cool. Also der hatte ganz viel Schwarz auf wo Spiel programmiert. Von der Herr Anwalt und schaut auf jeden Fall vorbei, da gibt richtig viel Mühe in diesem Spiel. Also schaut auf jeden Fall vorbei bei ihm. Ich würde sagen, wir spielen jetzt einmal. Wir gehen jetzt mal rein. Los geht's. Hallo? Herr Anwalt, wir brauchen Ihre Hilfe. Was ist passiert? Die Lehrer sind zurückgeworden. Sie lassen uns nicht mehr aus der Schule. Das verstößt gegen das Gesetz. Oh nein, Sie haben mich gefunden. Kommen Sie schnell. Das Handy wird einkassiert. Geil. Es geht dort nicht mit rechten Dingen zu. Ich muss unbedingt etwas unternehmen. Das ist nicht so meine, ja. Das ist nicht okay. Leute, ich habe das Spiel natürlich total ein bisschen durchgeschaut. Ich habe mich so gut aus hier. Und los geht's. Ich versuche das Spiel selber mit dem Klavier zu spielen. Das ist einfach ein geiles Spiel. Das Spiel ist wirklich cool. Okay, jetzt haben wir gleich nicht auf. Ne? Cool. Ah, die Schule. Herr Anwalt, Sie sind also wirklich hierher gekommen. Lassen Sie die Kinder frei. Meine Aufgabe ist es, dass die Kinder was lernen. Und sie werden am meisten lernen, wenn sie für immer in der Schule sind. Laut Paragraph 8 des Jugendarbeitsschutzgesetzes dürfen Sie die Kinder nicht hier behalten. Mit Paragraphen kennen Sie sich vielleicht aus. Aber das hier ist mein Reich. Hier bestimme ich. Nachsitzen. Herr Anwalt, ich hoffe, du hast deine Sportsachen eingepackt. Der Unterricht geht jetzt nämlich los, ne? Ich will nicht in den Sportunterricht. Lassen Sie die Kinder frei. Simulant! 5 Runden laufen. Sonst gibt das eine 6. Geil. So, Leute, steht auf jeden Fall bei Jan vorbei. Das Spiel ist wirklich cool programmiert. Seht ihr alles? Ja. Ich stecke wirklich viel Mühe rein. Also, das ist einfach geil. Ich würde sowas niemals programmieren können. Ich bin ein bisschen immer vielleicht, wenn ich ein bisschen Erfahrung, 5 Jahre Erfahrung, dann müsste ich das können, auf jeden Fall. So, blocken. Okay, der Verschlangsblock. Was? Auch nicht so einfach, auch nicht so viel ist, ja. Einfach nur geil. Come on, yes. Boah, das ist sehr fein. Boah. Ah, da kann ein Block. Boah. Oh. Ich finde, dass ich die Cypher-Spieler wirklich cool hier als die Welt hier. Das ist wirklich alles cool gemacht, finde ich. Ich habe mich nicht gefragt, was ich spiele. Und selbst wenn ich mich beschweren würde,
ich auch noch mal dran denke, dass ich das immer so gut kriegen könnte. Vor allem diese Teilskanone war cool. Ist ja schon cool noch einfach. Weiß ich, was da. Oh nein! Ich spiel am Anfang einfach. Ich werde weiter zu spielen. Das heißt, ich komme auch mal neue Gegner. Oder so. Ja. Oh Gott, ein Fußballer. Au. Ja, es tut gut. Vor allem von der... Das spielt auch eine gute Story, wie ich finde. Also bisher kurze, aber schöne Story. Aber ich finde auch gute Zutaten, dass du nicht so einen Kurzdauer hat, weil ein zu großes Story braucht so ein Game auch nicht. Ich halte immer dafür. So eine ganz kurze Story mit Basti für mich. Viele hat halt andere Meinung, aber ich finde halt. Was doch! Echt? Ja, eine Ballerina auf einmal hier. Ich kann vorhin abkacken. Bam!
Oh toll, dann kommt da raus. Alter, wer war das, ey? War das ein Basketballer, oder? Ich hatte das für Basketball, oder? Schon wieder. Das ist ein bisschen schneller diesmal. Irgendwann wurde mir fertig gemacht. Wer ist denn das? Aber Endboss gewonnen. Einfach herbeißen. Oh. Ich hoffe, ihn fertig zu machen, den Endboss. Lol. Ich bin so leise wie bei mir. Oh ja, ich glaube. Der Boden ist aus. Oh mein Gott, und jetzt das Spiel ist langsam gespielt, der Boden ist aber. Der Boden ist aus. Ah, da bekommt man Leben dazu.
Der Boden ist Lava. Mein Boden ist wirklich gut. Der Boden ist Lava. Der ist so schön verpackt, wie er nicht weiß. Der Boden ist Lava. Das ist so nicht vorbei, der Boden ist Lava. Ja. Ist Lava. Der Boden ist Lava. Das ist über den Eck noch anspruchsvoll. Der Boden ist aus Lava. Der Boden ist Lava. Ja. Der Boden ist aus Lava. Ich finde die Soundaufnahme mit mir auch richtig nice. Der Boden ist aus Lava. Der Boden ist Lava. Der Boden ist aus Lava. Der Boden ist aus Lava. Der Boden ist Lava. Der Boden ist Lava. Ja. Ja. Der Boden ist Lava. Der Boden ist Lava. Der Boden ist Lava. Der Boden ist aus Lava. Ich glaube, ich brauche nicht deinen zweiten Platz, oder? Der Boden ist Lava. Der Boden ist Lava. Hast du reingeschaut? Der Boden ist Lava. Runter vom Mann. Der Boden ist Lava. Der Boden ist aus Lava. Ja, der Boden ist aus Lava. Der Boden ist Lava. Der Boden ist Lava. Der Boden ist Lava. Der Boden ist Lava. Ich bin hier so gekracht. Geht das wieder weg? Ich fand es so gut, dass es weggeht. Bitte geh doch einfach weg. Hier. 1, 4, 5. Nein. Oder wir sind immer Lava. Ach, so Digga. Ich bin jetzt noch viel schwieriger als alleine vor dem Boden haben, wenn man schon schwierig, ja, aber hetzern. Ach, wir müssen mal keine Pause geben und einfach das Design noch hier anschauen. Wie viel Mühe steckt allein alles eigentlich schon in diesem Boden. Ja, weil das schauen wir uns auch mal an. Wunderbar. Weiter! Gott, ich hab Angst. Danke für den Checkpoint. Auf. Oh mein Gott. Ich hab doch gerade das so voll abgeklappt. Oh Gott, was ist das für ein Level? Sofort. Oh, ich hab das schon wieder. Was? Nein!
Au! Du bist so und das ist ein bisschen anders, OP. Runter, runter! Was? Nein! Runter! Runter! Nein! Verlieben! Kein Bosse? Weiter! Am Grundspiel. Oh. Willst du mich flachsen? Ja. Genau, Alter, jetzt kommt er. Was ist los, Alter? Ja, nicht bitte, mach einfach da in diesen Dings ein Checkpoint rein. Und bitte! Runter! Sofort! Genau in diesen Level, wo jetzt der ganze Boot jetzt für immer Lava ist, einfach mehr Checkpoints rein. Bitte, das wäre ein Wunsch. Ja, ich hab's mal einziger Wunsch wäre das. Kannst du schwingen? Gott! Du hast es also bis hierher geschafft. Glückwunsch. Leider habe ich das Spiel noch nicht weiter programmiert. Deswegen musst du noch ein wenig warten, bis du den Sportlehrer bekämpfen kannst und ich dich in andere Unterrichtsfächer stecke. Aber du solltest unbedingt meinen YouTube-Kanal abonnieren. Hab ich schon. Da zeige ich dir, wie dieses Spiel entwickelt wurde und du kannst in den Kommentaren bestimmen, wie es weitergeht. Ja, danke. Na los. Ja, Leute. Ich würde sagen, Leute, das war's mit Lawyers Legacy, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo dabei. Wenn ihr sowas nochmal sehen wollt, wie ich andere Games teste, dann schreibt mir schreibt in die Kommentare. Schaut mal meine anderen Videos dabei. Vielleicht findet ihr was Interessantes für euch. Ciao, ciao, euer Jakob. Schönen Tag noch.